Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten JCM-Show nach der Rückkehr. Und wir sehen jetzt hier direkt Leo Rush, den General Manager, im Ring. Es geht eine neue Ära los. Ja. Bei Passion. Oh, er sucht das Mikrofon. Oh. Er sieht wütend aus, der General Manager. Oh, guck ihn mal ins Gesicht. Willst du was sagen? Ah. Hallo und herzlich willkommen bei JCM, der besten Liga der Welt. Und wir werden euch zeigen, warum das so ist. Ich bin der General Manager, also Halbzeit. Er hat eine gute Probe auf dem Start. Ja. Und ich werde euch das beste Wrestling liefern, was ihr je gesehen habt. Diese Pause. Wir werden zwei Titel hier bei JCM haben. Wir haben die World Championship und die Nations Trophy. Und wir werden heute noch den ersten Nations Trophy Sieger herausfinden in einem Elimination Chamber Match. Na komm, mach. Der Typ ist so geil, Alter. Junge, spaß so gut diese Rolle. Außerdem werden wir um den JCM-Titel ein 12-Mann-Turnier haben, wo heute noch ein Platz ausgekämpft wird und der Rest steht schon fest. Und dafür gehen wir mal kurz die Matchcard durch. Wir haben... Was haben wir jetzt eigentlich? Ich hab die Matchcard nicht im Kopf, scheiße. Ich auch nicht. Ich weiß, das erste Match. Das erste Match des heutigen Abends ist Brian Cage, der heute sein Debüt feiert. Und... trifft auf Tyler Breeze, glaube ich. Ne? Mike Kanellis. Das zweite Match ist Moose gegen Bobby Lashley. Der Gewinner ist im Turnier drin. Ja, der ist der 12. Mann. Hat er uns noch was zu sagen? Oder war es das für ihn schon? Das dritte Match wird das erste Turniermatch, glaube ich, sein. Ja, es ist... glaube Kenny Omega gegen Heath Slater müsste es sein. Kenny Omega gegen Heath Slater und danach werden wir das Debüt von Hook erleben. Gegen Tyler Breeze. Das müsste Tyler Breeze gewesen sein, ja. Und wir werden noch... Ja, warte, ich will jetzt mal warten, bis er Sonny geredet hat, weil ich weiß immer nicht, ob ich noch ein Match reinkriege. Und das sagen von ihm. Das hat sie noch reingekriegt, glaube ich. Okay, er ist fertig. Welcome to JCM, sagt er am Ende nochmal. Ja. Keiner kam. Ne, keiner kam. Und damit schalten wir auch direkt zu unserem ersten Match. Wir kommen zum ersten Match und es ist Brian Cage gegen Mike Kanellis! Den können wir aber, Mike Kanellis, der ist aber ein Squasher, deswegen. Ist er irrelevant. Mike Kanellis ist irrelevant. Guck mal, wie er gut aussieht. Er hat Muskeln. Für seine Frau Maria Kanellis, aber... Er ist auch Vater. Aber hier in der Show gibt es aktuell keine Frauen. Nee. Vielleicht kommt noch mal gucken. Wir haben den Platz nicht. Wir haben den Platz einfach noch nicht. Dafür sind wir noch zu klein. Ja. Ich glaub, mal kurz. Da zeigt er... Oh, ja, Pyro! Da zeigt er... dass er der Beste hier ist oder der Beste werden möchte. Aber wir haben natürlich eine starke Konkurrenz hier im Roster. Wir haben genug Leute, die es mit ihm aufnehmen könnten. Dazu, ja. Alle möglichen. Leider ist er nicht im Titelturnier. Ich glaube, das hat er sich selber gewünscht. Aber ich glaube, er will sich auch erstmal hocharbeiten. Er ist aber, glaube ich, sehr, sehr, sehr von sich überzeugt. Und wir haben natürlich auch, wie andere Ligen, auch in echt die Open Door Policy heißt. Zum Beispiel Mike Kanellis ist gar nicht offiziell im Roster, aber durch die Open Door haben wir ihn hier reinholen können. Passt ja. Es ging nicht kleiner. Ich wollte es eigentlich noch ein Stückchen kleiner haben, aber es ging nicht. Aber. Und wir starten rein. Mit Schlägen von Brian Cage. Da startet er auch einfach direkt so, wie man sich's von ihm vorstellt. Genau. Ich jetzt gerade auf, wie gut dieses Spiel aussieht. Ja. Im Vergleich zu anderen WWE-Spielen. Und da macht er. Was hat er jetzt vor? Alter, Brian Cage mit der Powerbomb. Das ist wirklich The Machine. Ja. Und wie leicht er ihn ja auch hochhebt. Da merkt er jetzt vielleicht auch nicht der Schwerste. Hat nochmal gegriffen.
Canales kann gar nichts machen. Noch ein Schlag. Noch ein Schlag. Er versucht's. Also mein Canales. Wir wussten von Anfang an, ich glaube, dass Cage hier einfach gar keine Chance hat. Boah, Enzo Egiri. Und hier zeigt er auch an, dass er der Beste ist. Also die Fans jubeln. Die Fans hypen ihn. Ja. Er ist komplett Fan-Favorite in diesem Match. Oh! Ach, das hat nicht so funktioniert. Ah, guck mal, wie was für eine Leichtigkeit er ihn hochhebt. Oh, gegen die Treppe. Dann geht er aber mal kurz raus, rein und wieder raus. Mal kurz raus. Und wieder rein, damit er mal wieder bei 1 ist. Und jetzt wartet er auf ihn. Und Mike Canales fürchtet sich schon langsam. Und der Ringrichter hält ihn zurück. Das ist vielleicht die Chance für Canales, aber nein. Der Ref wird getroffen. Der erste Ref-Bump. Direkt im ersten Match hier. Und? Was hat er vor? Das Sit-Out-Powerbomb. Was ist denn jetzt ab? Das sind die aus der Nebenhalle. Hier live aus Hamburg, unser erster JCM-Show. The New Beginning. 7 Matches werden wir heute Abend haben und das hier ist nur der Auftakt. Oh Gott, nein. Alter. Dieser Mann, das gibt's nicht. Der Mann, der macht Bock auf mehr. Und einfach mal runter. Einfach weg mit dem. Einfach weg mit dem Müll. Oh, Headbutt. Was hat er jetzt vor? Hat der gerade eine Hand hochgehoben? Ja. Also ich glaube, bei Mike Canales geht nicht mehr so viel heute Abend. Nee. Also da muss kein weiteres Kind gezeugt. Da muss er erst mal hoffen, dass er hier überhaupt lebend rauskommt. Und diese Schläge auch immer nicht genau an den Kopf. Das gar nicht blutet, wundert mich. Also ein Brian Cage ist wirklich einfach nur... Was war jetzt vor? Oh Gott. Der Arme. Oh, jetzt ist es soweit. Er macht da weiter. Da ist Blut bei Mike Canales. Das erste Blut dieser Show. Und der F5. Natürlich, er will es beenden. Ja. Und das zeigt, dass Brian Cage hier einfach ein Monster ist. Oh oh. Den Finisher kennen wir von ihm. Das ist Weapon X. Und natürlich das Cover hinterher. One, two, three. Alter, wie klein das nach einem Finisher war. Ja. Brian Cage gewinnt das Match souverän gegen Mike Canales, der, glaube ich, versucht hat, einen Move zu zeigen. Er hat die Clothesline versucht, wo den Ref getroffen hat. Ja. Und hier kommt diesen F5 an. Das war schon sehr stark. Und dann nochmal Weapon X. Boah. Aber der Move ist mega geil. Mhm. Den habe ich damals schon bei Lucha Underground gefeiert. Und dann war eigentlich schon klar, dass das Match hier zu Ende ist. Ja, der Ref lässt sich ein bisschen Zeit noch. Der weiß auch, dass das Ding ist durch. Und damit gewinnt Brian Cage den Auftakt. Das allererste Match des Returns von JCM. Weil er sich hier komplett abfeiern. Mhm. Oh ja, guck ihn dir an. The Wolverine, The Machine, Brian Cage, on top. Und der Mann macht Bock auf mehr. Auf jeden Fall. Und mal schauen, wie weit es hier für ihn gehen wird bei JCM. Hoffentlich sehr weit. Ob er seinen Titelrun kriegt, ist noch fraglich. Da werden die ersten WWE-Plakate hochgehalten. Ja, Brian Cage zu WWE-Hashtag. Und wir kommen gleich zum nächsten Match. Wir sind angelangt beim inzwischen schon zweiten Match. Nachdem wir die Promo von unserem General Manager Lee Rush gesehen haben, der JCM angekündigt hat und wir mega hyped sind auf das Elimination Chamber Match des heutigen Abends. Und nachdem wir gerade eben gesehen haben, wie Brian Cage komplett Mike Canales weggefegt hat, kommt jetzt... Ich muss auch mal Luft holen. Kommt jetzt... Das Qualifikationsmatch für das JCM-Titelturnier. Bobby Lashley gegen Moose. Moose! Das geht so. Moose! Wirklich, das macht er so. Moose! Das ist auch der... Das ist auch... Den sehen wir heute Abend auch noch. Das ist auch das Einzige, aus was Moose Theme Song besteht, nicht? Der hat nur...
Moose. Aber im Cover sind wir da noch. Ja. Das ist wie damals, kennst du Easy Freeze Theme Song von Impact? Trouble, 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 trouble. Und jetzt kommt The Wrestling God. Moose. Iconic 2K. Ja, Moose ist iconic. Guck ihn dir an. Der Gott. Der Einzug erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Bobby Roode. Ich weiß auch nicht warum. Glorious. Nee, nicht das Glorious, aber dieser Mantel und dann in der Kombination. Guck ihn an, der Mann ist sauer. Moose. Wir starten. Geil, Alter. Bester Entrance. Guck mal, wie Moose einfach nur dasteht. Oh. Knee Strike. Oh, dieser Riese mit einem Dropkick. Oh. Aber das Match ist so ein Ding, das könnte auch gut und gerne mal eine halbe Stunde gehen. Ja. Diesmal auch wieder nicht. Lashley scheint seinen Gegner studiert zu haben. Diese gefährlichen Dropkicks von Moose, da muss man wirklich drauf aufpassen. Ja. Oh! Ah. Da hat er das Gewicht verlagert. Oh Gott. Oh Gott! Aber das ist halt wie wenn du Brian Cage hinstellen würdest. Das ist ja auch so ein Big Man. Wow. Der Knee Strike. Moose! Moose! Als ob er das drin hat. Und wieder Knee Strike. Oh, Moose! Boah, der Ring hat zusammengebrochen. Oh. Der Lashley hat da gar keine Chance. Oh! Wie der Dropkick einfach weggefegt hat, ey. Digga, Lashley sieht jetzt schon so K.O. aus. Er ist einfach Moose, nicht? Ja. Der macht dich zu Moose. Boah. Diese Dropkicks auch immer. Aber wie gesagt, man sieht, dass Lashley studiert hat. Der hat Moose studiert, der kennt die Dropkicks, der kennt seine ganzen Aktionen. Oh, er hat Moose, er hat Lashley getroffen! Oha. Das war alles einstudiert von Moose. Was war das? Einstudiert, alles einstudiert. Ja. Der Lashley sieht aber schon... Das, so kennt man Moose halt, so Comedy-Faktor. Oh, was sagt er jetzt vor? Schon wieder! Aber diesmal nicht. Diesmal nicht und oh, ach, Shoulderblock. Da zeigt Lashley auch mal, was er so drauf hat an sich. Ja, ist nicht schlecht, muss man wirklich sagen, aber Moose hat gerade irgendwie einen Lauf. Ja, aber jetzt hat Lashley einen schönen. Und was macht Lashley jetzt, ist die Frage. Oh. Er hebt Moose einfach so hoch. Macht er schon den Dominator? Running Power Slam. Starkes Ding von Moose, würde ich schon sagen. Oh! Ja, nochmal, ja, geil! So, oh, oh! Dominator! Der kam ganz unerwartet. Mit dem habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Und das Cover. 1, 2, 3! Bobby Lashley gewinnt ganz überraschend, muss ich sagen. Ja, mit dem Dominator hat, glaube ich, Moose auch nicht gerechnet. Kam auch ganz unerwartet. Ja, auf einmal hebt er ihn normal hoch wieder vor und dann dreht er ihn auf einmal und ballert ihn auf den Boden. Man muss sagen, das war doch nicht so richtig, dass ich sagen könnte, das Match könnte gut gehen, aber eine halbe Stunde gehen. Aber es könnte. Aber da hat Bobby Lashley das ganz glücklich irgendwie hingekriegt. Er hat es glücklich am Ende, wahrscheinlich durch Surprise-Ding, weißt du? Und damit ist Bobby Lashley im Turnier drin. Ja. Er ist quasi dem Move von Moose ausgewichen, dem Springboard. Und hat dann selbst seine Aktion gezeigt. Ja. Oh. I am the man. Lashley. 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 Und damit kommen wir zum nächsten Match. Wir sind angelangt beim vierten Match. Wir kommen zum ersten Match im JCM World Title Tournament. Und wir kommen zu Heath Slater, Baby.
Agat Kid! Heath Slater ist im Turnier! Und ich möchte mal kurz. Was zur Hölle? Da kommt Kenny Omega und Taiji Ishimori. Kenny Omega ist hier Heath Slater's Gegner. Ich wollte eigentlich gerade noch erklären, Kenny Omega springt das Leere. Ich war. Oh Gott! Agat Kid! Und Taiji Ishimori K.O. geschlagen. Ich wollte eigentlich gerade noch erklären, dass dieses Turnier ein 12-Mann-Turnier ist. In dem. Oh, Neckbreaker! In dem die erste Runde und die zweite Runde ganz normal verläuft und im Finale gibt es ein Triple Threat Match um den Titel. Oh Gott, und hieß er mit der Sonnenbrille voran. Oh. Das geht. Kenny Omega will natürlich diesen Titel haben. Er war ja schon mal. Nee, er war nicht unser erster und doch. Nee. Er war unser zweiter. Unser zweiter, unser er erster. Er hat Hangman besiegt. Unser erster damals war Hangman Adam Page, den wir heute nicht sehen. Nee. Den wir. Der noch Ruhe hat, weil er noch verletzt ist von seiner alten Wiki. Jetzt geht's Match offiziell los. Ey, also Kenny hat mal richtig Bock, wa? Ja. Ich find die Hose geil. Von Kenny? Ja. Oh, Neckbreaker! Da jubelt er. Sieht der irgendwie aus, Alter! Gibt's keinen besseren? Nein. Leider nicht. Oh, Dragon Suplex. Natürlich geht's nur auf den Kopf von Kenny Omega. Von Heath Slater. Aber ich muss sagen, ich finde Kenny jetzt blond, finde ich ganz geil. Oh, mal gucken, wie er aussieht, wenn er zurückkommt, wa? Oh! Ja. Oh Gott, Reverse Frankensteiner. Der arme Heath Slater. Oh Gott, Knee Strike. Der Heath Slater hat aber Kinder. Agat Kid. Du musst doch auf ihn aufpassen, Kenny. Pass doch auf ihn auf. Oh mein Gott, Double Footstomp. Oh, guck mal, wie Heath schreit. Der Mann ist wirklich schon im Arsch. Oh. Und es geht nur auf seine Weichteile. Gefühlt ja. Oh, oh Alter, was. Oh, hier ist Slater! Hier ist Slater! Jetzt Elbow! Noch ein Elbow! Noch einer! Boah! Hier ist Slater, feiert's ab! Und Kenny sieht irgendwie benebelt aus. Cover von Slater. One. Two. Nee. Hast du es gesehen? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab X gedrückt in dem Ding, ne? Du musst A drücken. Ich hab A gedrückt, meine ich ja. Und ich war da drin, du hast ja auch gesehen, wie X man hat ja auch gesehen, wie ich gedrückt habe, trotzdem ging der drüber. Komisch. Neckbreaker! Hast du gerade Ishimori sie einfach den Kopf geschüttelt? Oh. Double Underhook. Double Underhook. Piledriver! Und da kommt das Bang. Einmal ins Leere geschlagen. Jetzt kommt zwar der One Winged Angel folgen. One Winged Angel. Und das war's eigentlich. Aber Kenny pinnt nicht. Und Ishimori ist richtig hyped. Ja, gerade so. WWE Rocks. Oh, oh Gott, was hat Kenny vor? Oh mein Gott! Ich hab den Namen von dem Move vergessen. Den macht er aber auch immer bei V-Trigger. V-Trigger. Alter, jetzt hab ich ja wirklich hart überlegt gerade, nicht? Jetzt ist kurz Herz stehen geblieben. Weil als Kommentator die Moves nicht kommen kann, dann ist schon Ende. Nochmal V-Trigger. Ishimori feiert's richtig. Oh Gott, der arme Heath Slater. Sei jetzt vor. Ah, voll aufs Knie. Oh Gott, und schlägt nochmal weiter drauf. Der arme. Der hat noch Kinder, Mensch. Oh, Heath. Armdrag. Wow. Was ein Knee Strike von Heath Slater. Lass sie erstmal abfeiern. Kenny ist wieder oben, kriegt einen Schlag. Kriegt noch einen Knee Strike. Tief in die Seile. Oh, oh mein Gott! Kenny Omega. Hat ihm einfach den Kopf abgeschlagen gerade. Oh, der arme Heath. Oh nein, oh nein.
auf den Apron. Und wieder mal ging die Absperrung. Oh, was hat er jetzt vor? V-Trigger? Ja. Das gibt's nicht, ey. Der arme Heath Slater, wirklich. Und in den Ring zurück. Und nochmal der Boom. Und nein. Nein, 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 nein. Double Underhook Pile Driver zum zweiten Mal. Und er will es nicht beenden. Nee. Er weiß, er hat gewonnen, aber er will es nicht beenden. Vielleicht wäre es gerade deswegen nicht beenden. Weil es ihm gerade so viel Spaß macht. Und der zweite One Winged Angel. Jetzt will er es aber beenden. One, two, three. Siehst du, wie Heaths Augen einfach zu waren? Der war einfach am Ende. Mhm. Und damit ist Kenny Omega in der zweiten Runde des Titelturniers. Genau. Er ist einen Schritt näher, seinen Titel zurückzubekommen. Quasi. Ich sehe immer noch, wie Heaths sich freut. Er hat mega abgefeiert. Also ein paar Aktionen gesagt, mega. Aber er war besser wie Mike Kanellis auf jeden Fall. Ich habe da X gedrückt, ne? Und der war auch drin, aber irgendwie ging der raus. Ich hab auch wirklich mich doch keine Ahnung. Hat es bei mir bei Brian Cage aber auch schon komisch angefühlt. Ja? Bei Brian Cage, bei Moose und bei Dingens. Hier nochmal der zweite Double Underhook. Alter, der ist so hart, der Move, nicht? Der macht den. Und da kommt der zweite One Winged Angel und der Pin hinterher. Und dann war es das logischerweise. Ja. Also da kannst du auch nichts mehr tun als Heath Slater. Und damit ist Kenny Omega in der zweiten Runde und wie gesagt, quasi im Halbfinale des JCM-Titelturniers und er möchte seinen Titel zurückhaben. Er ist der einzige ehemalige Champion in diesem Turnier. Das ist richtig. Wir hatten aber auch der einzige, der jemals einen Titel gehalten hat, also auch Tag-Team-Titel. Weil war nur Bugs, Punk ist auch dabei, nicht? Ne, der ist nicht im Turnier, oder? Ne, der ist nicht im Turnier. Siehst du? Da kommen wir also schon zum nächsten Match. Das ist kein Turniermatch. Nee. Und damit willkommen zum vierten Match der Matchcard. Und ja. Es ist Debüt-Time. Es ist immer Debüt-Time bei uns. Ja, aber das erste Profi-Match für ihn. Ja. Erstmal Tyler Breeze. Tyler Breeze. Tyler Breeze wird einmal übersprungen. Ja, schon da ist er, guck, der ist pretty. Der sah aus wie Dolph Ziggler gerade einfach kurz. Und da ist er. Hook. Es ist einfach Sandhook. Sandhook an der Stelle. Dieser Mann ist, glaube ich, 21 oder 22 Jahre jung. It's Hookmania time. It's Hookamania. Nicht Bookamania, Hookamania. Na, guck mal, Tyler Breeze ist aber sehr von sich überzeugt. Oh. Hook aber auch, aber der hat natürlich ein paar kleine Fehler mit drin, ne? Denn es ist sein erstes wirkliches Match hier. Oh Gott, was hat er jetzt vor? Und Hook direkt mit einer Spinning Sit-Out Powerbomb. Und der Mann hat Bock. Er hat richtig Bock. Ja, Uppercut. Der ist halt sehr technisch versiert. Er will halt so werden wie sein Dad. Ja, und sein Dad war sehr erfolgreich. Tess. Ja, Tess ist natürlich... Ist schon eine Legende eigentlich. Von dem wird im heutigen Zeitraum immer noch geredet, ne? Ja. Ja, war. Aber Tess war auch einfach geil. Oh mein Gott! Da merkt man, wie athletisch der Mann ist. Ja, Hook hat quasi alles, nicht? Der ist technisch versiert, der kann MMA-Fighting. Der kann dich aber auch einfach mal so wegschmeißen. Alter, ich möchte sehen, wie Hook das mit Brian Cage macht. Oh. Und einfach mal hochkommen und Powerbomb. Der arme Tyler Breeze. Und Breeze schreit schon nicht, tu es nicht. Ich glaube, Tyler Breeze hätte sich jetzt anders überlegt, ihn herauszufordern. Weil Tyler Breeze hat ihn ja herausgefordert, ne? Aber ich glaube doch nicht. Mir fliegt ein Vieh im Gesicht rum. Mensch. Aua. Oh Gott, nicht schon wieder. Es ist wieder dieser... Alter. Hook könnte es jetzt schon beenden, wa? Nein! Das regt Hook auch aus der Aua, oh, da geht er gleich auf den Ref los. Ich würde aufpassen mit auf Ref losgehen. Ja. Oh Gott. Den Move haben wir heute schon gesehen. Ja,
Das machen die ganzen Big Mans, aber natürlich auch Hook, der quasi 1,50 gefühlt groß ist. Dieser Headbutt. Oh, Clothesline übers oberste Seil. Und die Leute feiern es. Der eine hat das Handy rausgeholt. Bing Hook. Sand Hook. Au! Das tut weh. Aber Hook hat natürlich... Oh, wieder da voll in die Absperrung rein. Was sah jetzt vor? Oh! Oh, einfach mal abgelegt. Einfach mal abgelegt. Das der Ref ist bei 3. Aber Hook... Hook scheint ja richtig Spaß zu haben. Ja. Gegen... Oh, oh. Oh. Das ist der Tazplex. Und Hook, guck mal, oh, wie er hier ranstapsiert, Alter. Und Tyler Breeze ist aber wirklich... Am Ende, sagen wir es so, wie es ist. Oh. Er ist am Ende. Und was hat Hook jetzt vor? Hook? Oh, oh mein Gott! Dass er das mit so einer Wucht kann, das ja. ist schon, wie sehen wir es nochmal, guck dir an. Das ist schon lobenswert. Das Breeze genau auf den Kopf, glaube ich, genannt, oder? Oh ja. Oh. Ich glaube, für ihn wird es hier nicht mehr weitergehen. Aber natürlich ist Hook noch nicht fertig. Er hat noch seinen quasi Finisher noch im Arsenal, der hat noch nicht gezeigt. Den Red Rum gab es noch nicht. Mal gucken. Oder Test Mission, wie auch immer du es nennen möchtest. Oh Gott. German Suplex, das kann natürlich auch wunderschön. Oh, Armbar. Na klar, Submission-Experte. Wie sein Vater. Aber. Ja, Breeze. Noch nicht am Ende. Das ist ein schöner Schlag. Das hilft ihm natürlich, vielleicht wieder zurückzukommen. Aber nein. Hook hat gar keinen Bock drauf, dass Breeze zurückkommt. Da muss ich Breeze jetzt mal eine Auszeit gönnen. Natürlich. Oh, Hook! Alter. Ich sagte, der Mann wird irgendwann Main Event Material. Ja, glaubst du das? Ja, klar. Boah, fast der Coffin Drop. Fast der Coffin Drop. Und jetzt Tyler Breeze. Nee. Jetzt regiere wieder ins Leere. Oh Gott, nein, nicht schon wieder. Spinning Sitter Powerbomb. One, two. Nein. Ja. Das backt irgendwie rum, glaube ich. Headbutt. Boah. Uppercut. Schöne Kombi. Headbutt, Uppercut. Und was wird das? Oh Gott. Der One. Ne, der Half and Half. So rum. Das war das Wort, was ich gesagt habe. Warum machst du das immer? Ich glaube, es ist ein Finisher am Boden. Das ist der richtige. Also am Kopf irgendwo, glaube ich. Ich weiß es aber, wie gesagt, ich weiß nur, wie sein Finisher aussieht, das Test Mission halt nicht. Alles klar. Und? Und jetzt Hook mit dem Red Rum. Red Rum. Und das war's. Breeze tapped. Und damit haben wir einen Sieger. Es ist Hook. Sand Hook! Im Opener! In seinem ersten Match, so. Gute Kommentatoren! Oh, Alter, guck dir das nochmal an. Ey. Das hätte schon sein können, ne? Ja, da ist Breeze aber nochmal rausgekommen. Mhm. Wie auch immer er das geschafft hat. Da sehen wir es nochmal. One, two. Und dann. Oh! Und hier der Tazplex. Eigentlich hätte es da auch schon sein können. Es hätte nach jedem Move von Hook sein können. Ja. Oder hier der Move. Boah, der ist schon hart, der ist schon sehr hart. Der ist ekelhaft. Spinning Setup Powerbomb, die war auch stark. Da kam aber Tyler Breeze nochmal raus. Und dann hier der Half and Half. Gefolgt von Red Rum. Und dann war es das für Tyler Breeze und Hook gewinnt sein erstes Match. Hook, Hook, Hook. Bro, Bro, Bro. Und damit kommen wir zum nächsten Match im JCM Titelturnier. Wir kommen zum zweiten Match im JCM-Titelturnier. Wir kommen zu The Spanish God.
Sammy Guevara. Guck ihn dir an. Der TNT Champion. Interim TNT Champion. Also zum Aufnahmezeitpunkt. Man weiß ja nicht, wann das angeguckt wird. Ey, ich finde, Sammy Guevara ist einfach einer der talentiertesten, die es gibt, nicht? Auch hier euch wenig Story raus. Weißt du, wo ich Sammy Guevara das erste Mal gesehen habe? Bei Lucha Underground. Aber leider nur in der schlechtesten Staffel von Lucha Underground. In Staffel 4. Die braucht man sich wirklich nicht angucken. Also falls du mal Lucha Underground gucken willst, guck einfach bis Staffel 3 und sag, es ist vorbei. Also Sammy Guevara, the Spanish God, auf dem Weg zum Ring. Und jetzt kommt der Mann, auf den wir alle gewartet haben. Da ist er. The Headbanger. El Phantasmo. In Begleitung von seinem Teampartner Taiji Ishimori. Die beiden zusammen bilden Bullet Club's cutest Tag Team. Ishimori heute zweimal als Manager unterwegs. War schon bei Omega dabei, wo er Heath auseinandergenommen hat. Und jetzt versucht er hier seinen Partner El Phantasmo zu unterstützen. Wir könnten theoretisch zwei Bullet Club Member im Finale dieses Turniers haben. Wir könnten Omega und Phantasmo haben. Sammy. Ja, der ruht sich schon aus, der denkt, der gewinnt das Ding hier. Ja. Ich habe jetzt kurz überlegt, wer ich überhaupt bin. Und Sammy Guevara ist ja auch einfach absolut geiler Typ, nicht? Also der Typ ist mega. Aber jetzt erstmal Phantasmo mit dem Pin. One, two. Nein. Ich hab schon viel R gedrückt. Check ich nicht. Uppercut. Und beide treffen sich nicht. Top. Und German Suplex von LP und Ishimori Fires. Phantasmo. War das ein Double Footstomp? Ich glaube. Oh, das sah aber richtig eklig aus. Sammy ist hier bisher noch nicht so in dem Match drin, muss man mal ehrlicherweise sagen. Nee. Oh. Alter, Sammy, der Arme. Scheiße. Oh, Chop. Oh, Sammy kommt, findet hier gar nicht in das Match rein. Der Dropkick voll an den Kopf. Oh, jetzt aber hat sie abgeduckt. Elbow. Noch ein Vorarm hinterher und Whipping. Oh, schön abgeduckt. Und eine schöne Kopfschere. Perfekt. Oh, hast du Taiji Ishimori gesehen? Aber wir müssen natürlich aufpassen, das Match ist ja quasi ein One-on-Two-Handicap-Match. Wir müssen auf Ishimori aufpassen, der kann da wieder. Das wäre geil, nicht? Der kann natürlich jederzeit eingreifen. Und was hat jetzt hier Sammy Guevara vor? Der wollte mal ein bisschen flexen vor den Zuschauern. Oh, was? Oh, jetzt kommt der Front-DDT. Guckst du jetzt hier Taiji Ishimori an? Droht schon an, ihn zu attackieren. Ja, er droht es an. Aber er macht nichts, deswegen, warum sollte Sammy da irgendwas machen? Boah, Superkick! Superkick Party! Oh, Elbow. Uppercut, Alter. Was sag ich jetzt vor? Nein. Boah, Curb Stomp! Ey, der macht das, was ich nicht will. Hey! Der macht das, was ich nicht will. Ah, jetzt. Sammy Guevara auf den Top Rope. Oh, Frog Splash auf die Knie. Auf die Knie von El Phantasmo. Und eingerollt. One, two, nein. Oh, was ein Elbow. Oh. Das tut Sammy schon sehr weh. Das ist verboten. Oh je, das ist natürlich nicht gut. Oh, der Ref. Der Ref diskutiert hier. Aber Sammy ist komplett im Arsch. Phantasmo und der Ref diskutieren hier. Und
Sammy von hinten. Sammy von hinten. Oh, was ein Rock Bottom. Standing Shooting Star. Alter. Das Match ist bisher ein sehr gutes Match. Ja, boah, ein Zwigiri. Und jetzt ist Guevara on. Oh! Backrack. Oh. Oh. Wird das der GTH? Nein. Boah, Double Knees. Oh ja, das ist Ishimori. Wir. Das meinten wir. Da ist Ishimori. Und da kommt Phantasmo ganz schnell rein. Roll up. Er hat dich. Oh, Rope Break. Der Ref hat's noch gesehen. Rope Break. Oh, Close Line. Oh, das war so eine schlechte Close Line. Oh, aber wieder. Und wieder. Nochmal. Das tut Phantasmo schon sehr weh. Nochmal den Double Knee. Und jetzt, oh je. Ich glaube, es reicht, Sammy. Geht jetzt hier auf Ishimori los. Oh, da kommt aber Phantasmo von hinten. Was hat er jetzt, macht er jetzt vor? Oh! Das ist natürlich jetzt klug gemacht gewesen von den beiden Bullet Club Mitgliedern. Sammy ist hier wirklich. Oh! Oh oh. Oh, oh der Rock Bottom! Sammy muss hier einstecken. Aber richtig. Das tut natürlich richtig weh. Und natürlich liegt er jetzt im Ring und kann hier nichts tun. Muss halt hoffen, dass hier nichts Schlimmes und passiert. Und LP auf dem Top Rope. Was sah jetzt vor? Der Moonsault aber ins Leere. Und das nutzt Sammy natürlich. Aber auch wie? Hat jetzt hier den Headlock eingeloggt. Und drückt immer weiter zu. Aber Phantasmo mit den Elbows. Boah, was noch ein Elbow hinterher. Was sah jetzt vor? Also LP. Oh, Alter! Ja, da liegt Sammy außerhalb des Rings. Und was macht Tashi Ishimori? Nichts. Aber LP macht was! Oh Gott, Double Knees! Hat ihn getroffen? Habe ich gar nicht gesehen. Ja, er ist von oben aus dem Ring mit Double Knees runtergesprungen. Alter. Oh! Wie reagiert Sammy? Reagiert er überhaupt? Oh, oh was ist. Tritt, oh Gott. Nein! Flip Pile Driver! Machen. Wusste ich auch nicht. Cover One. Oh. Er will es nicht beenden. Nee, er ist rausgekommen. Oh, Ishimori. Oh, nochmal der Curbstomp. Was hat Guevara jetzt vor? Oh mein Gott, die Frontsenden. Voll auf Taiji Ishimori. Alter, wenn du Taiji Ishimori so oft sagst, ist es irgendwie schwer, ihn zu sagen. Ja. Und LP. Wunderschöner Knee Strike. ELP jetzt hier mit dem Torture Rack. Neckbreaker. Aber das Pin dauert ein bisschen zu lange, finde ich. Cover. Rope Break! Sammy Rope konnte Break. Da irgendwie das Bein ans Seil bringen. Oh mein Gott, das ist total klug gewesen von Sammy. Und dumm von El Phantasmo, ihn direkt zu pinnen. Jetzt der Moonsault und wieder ins Leere. Natürlich, was macht Sammy dagegen? Oh, einmal diese Elbows. Oh. Was ist Spin Kick? El Phantasmo! Oh! Holt jetzt Sammy von oben vom Top Rope runter. Und was hat er jetzt vor? Double X Handle. Manhattan Drop. Und. Oh, er macht den Hardy Move. Er macht den Jeff Hardy. Was hat Phantasmo jetzt vor? Suicide Kick, nein! Wieder gekontert in den Double Knee Backbreaker. Alter. Boah, Sammy ist auf 180 jetzt. Ja, und auch ein bisschen K.O., das sieht man schon. Hat er jetzt vor. Oh Gott, was ist das? Simone Drop? Simone Drop? Bruder. Mit so einem Power Move rechnet man gar nicht bei Sammy Guevara. Der macht nie, was ich will. Ich schieb, wo ich da unten stehe.
Und Elbow Drop voll auf den Rücken von El Phantasmo. Und jetzt Guevara nochmal auf den Top Rope. Und Guevara Elbow Drop. Oh, Sammy! Er wird es jetzt wirklich beenden. Jetzt soll Schluss sein. Sammy Guevara auf dem Top Rope. Was hat er vor? Den 630 Centen. Und 1, 2, 3. Ja, das war ein sehr, sehr gutes Match zwischen zwei, würde ich mal sagen, Wrestler, die sehr underrated sind. Vor allem, ja, ich finde LP im Singles-Bereich echt krank underrated, weil er ist ja eher der Tag-Team-Wrestler, aber ich finde, Single könnte er auch was erreichen. Ja. Aber eigentlich war von mir von Anfang an klar, dass Sammy Guevara dieses Match ja irgendwie machen muss. Aber es war einfach, also der Anfang war von El Phantasmo natürlich fantastisch. Und dann ging es langsam in die Richtung... Fantastisch, ne? Da ging es langsam in die Richtung, dass wirklich jeder mal einen krassen Move gezeigt hat. Hier nochmal den Finisher von El Phantasmo, wo dann Sammy noch irgendwie das Bein an die Seite gekriegt hat. Ist natürlich nicht klug von Phantasmo, direkt an den Seilen zu pinnen. Da sehen wir, dass das Bein liegt unterm Seil. Ganz knapp, aber es lag drunter. Dann der Suicide Kick geht ins Leere. Und Sammy kann mit einem Samoan Drop einfach mal zeigen. Also mit einem Samoan Drop rechne ich nicht, wenn ich an Sammy Guevara denke. Ja. Und guck mal, wie Taiji Shimura am Boden zerschlagen ist. Vielleicht kommt da in Zukunft ein Match, weil Sammy und Taiji Shimura, ach, du weißt schon. Taiji Shimura. Hatten sie schon ein bisschen in den Haaren im Match. Ja, das stimmt allerdings. Und Sammy geht also in die nächste Runde und damit kommen wir zum letzten Turniermatch des heutigen Abends. Und willkommen, meine Damen und Herren, zum Co-Main Event von Jesse Passion. Und wir haben hier den ersten und das ist das dritte Turnierrundenmatch, also das dritte Match, Erstrundenmatch hier heute am heutigen Abend und es ist von der Undisputed Era, Adam Cole, Baby! Da hat man es gehört. Das heißt, nach diesem Match ist die Hälfte der ersten Matches ausgefeidet. Das heißt, wir werden in unserer nächsten Taping-Show, also diese Show hier wird noch komplett in einem sein, aber ab der nächsten Show werden wir Passion immer in zwei Episoden teilen. Wir haben quasi ein Taping-Event in einer bestimmten Stadt, das werdet ihr ja dann sehen, mit auch einem bestimmten Namen, aber diese Episoden werden dann in zwei Teile gesplittet. Also dann werdet ihr vielleicht eine Passion-Episode haben, die keine Ahnung, 30 Minuten oder sowas immer geht. Hm. Roundabout, das ist ungefähr. Und bei dieser und bei der nächsten Show gibt es dann die Erstrunden-Matches, danach die Show wird es dann wahrscheinlich die Halbfinals geben und dann wird es auch schon den Triple Threat Titelmatch geben. Boom! Adam Cole, baby! Und ich glaube, das härteste Programm hat wahrscheinlich Lashley. Weil er muss diese Woche fighten, er muss nächste Woche fighten und er müsste danach die Woche fighten. Genau. Also der muss drei Wochen hintereinander, muss der Topleistung einfach abbringen. Heute hat's geklappt. Und jetzt kommt die WWE Undisputed World Champion Brock Lesnar, so würde es jetzt Paul Heyman sagen, den er an seiner Seite hat, den hat er jetzt schon seit Jahren an seiner Seite. Aber für Brock Lesnar haben wir keine Pyro. Für Bobby Lashley hatten wir Pyro. Der hat schon seit Jahren keine Pyro mehr, in den Spielen zumindest. Ja, der hat glaube ich nur bei WrestleMania Stages Pyro. Und man sieht, wie glücklich der Heyman ist, weil er weiß, er hat uns vor der Show in einem Interview gesagt, dass es keine Prediction ist, dass es ein Spoiler ist, dass Brock sich den Titel holt. Mal gucken, ob es stimmt. Also ich traue Brock auf jeden Fall im Finale zumindest zu. Es ist halt so, also Adam Cole, guck ihn dir an. Er ist top, aber er ist schmächtig. Mhm. Und ich glaube, man kann Paul Heyman da sehr, sehr trauen, wenn er sagt, dass Brock sich hier den Titel holen wird. Wir haben aber noch andere gute Kontrahenten, die natürlich noch kämpfen müssen. Natürlich. Zum Beispiel den MJF oder den John Moxley. Moxley, wir haben alle drin, aber Malakai Black. Brock Lesnar ist das Nonplusultra. Ist schon hier das Beast der... Das Beast Incarnate. Das Beast im Roster. Er ist... Wir haben aber auch noch einen anderen. Und da würde ich bestimmt mal gerne einen Kampf sehen. Brian Cage gegen Brock Lesnar oder Brock Lesnar gegen Omos. Das könnten richtig kranke Matches werden, die auch über eine Stunde gehen könnten. Die könnten lang gehen, ja. Und wir sind direkt wie Brock Lesnar auf Start, das nicht? Ja.
Und Adam Cole muss natürlich erstmal auf den Lesnar klarkommen, weil das ist normalerweise nicht der Typ Gegner, gegen den er spielt. Er kämpft. Ja, Adam Cole ist zwar ehemalig NXT-Champ, ich glaube zwei- oder dreifacher, nicht? Mhm. Er hat überall auf der Welt Titel gewonnen, aber gegen Brock Lesnar in den Ring zu steigen ist was ganz anderes. Und darum muss man auch erstmal, man muss ja auch erstmal die Ehre haben, erstmal gegen einen Brock Lesnar kämpfen zu dürfen. Natürlich, der hat gefühlt zwei Matches im Jahr. Aktuell nicht, also ich muss sagen, in Real Life ist er, ich mag den. Ey, also die haben das mit Roman und mit Lesnar so gut gemacht, dass Roman der Heel ist und Lesnar der Face ist. Lesnar als Face fühle ich irgendwie mehr als sein Ziel, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt ist. Ja, das fühle ich an seinem Top. Ich bin mal gespannt, wie er jetzt als Champion ist. Ne? Ja. Gegen Lashley im Rumble, das könnte ein krankes Match werden. Also Cole kriegt gar keinen Zugriff hier auf Lesnar. Und da natürlich steht Paul Heyman da auf Außen und... Ja. Wir haben ja aber noch keinen German Suplex gesehen, ne? Nee, Lesnar denkt sich wahrscheinlich, dass ich Verschluss habe oder so. Ah! Was kommt jetzt? Backbreaker und er hält ihn einfach fest. Hm. Er hält ihn einfach fest? Noch ein Backbreaker! Warum nicht? Warum denn nicht? Alter, Fallaway Slam. Super Helmet gesehen. Hat die Arme in die Luft gerissen. Oh Gott. Und nochmal dieser Double Backbreaker, oder? Ja, anscheinend nochmal. Und die Fans sind auch ganz ruhig, die wissen ja genau, dass Brock Lesnar ja einfach dominiert. Cover. One. Nur bis eins. Adam Cole kommt raus. Lässt sie jetzt hier feiern. Geht zurück in den Ring, oh Gott. Fisherman Suplex. Und direkt wieder raus. Oh, da ist er, der Erste. Und natürlich, Lesnar ist ja ganz solide am Start. Ja, Lesnar macht ja anscheinend... Boah, was war das für ein Schlag? Hast du es gesehen? Ja. Jetzt aber. Jetzt kommt Suplex City. Der erste Suplex City schon. Der zweite. Und Numero Tres. Und ganz stark hier. Boah. Oh, Adam Cole. Der fällt nicht um. Und jetzt liegt er außerhalb des Rings. Der ist aus dem Superkick einfach nicht umgefallen. Adam Cole, baby. Und Lesnar steht auch schon wieder. Und Cole schimpft jetzt. Wir sehen es gar nicht, weil die Lampe im Weg ist. Oh. Shop. Oh, Low Kick und Super Kick hinterher. Und Lesnar rotzt sich raus. Lesnar rollt sich raus. Kommt direkt wieder zurück. Big Boot ins Leere. Hä? Oh! Oh! Das gibt mir so ein bisschen Erinnerung an, wer hat diese Mega Klaus rausgehauen? Strowman, glaube ich. Oh. Knee Drop. One, two. Nein! Lesnar wird sich beenden! Oh, was kommt jetzt? Da erinnert man sich an seine MMA-Karriere. Ja. Oh, vor allem wie die Schläge auch auf den Kopf gehen von Adam Cole. Zwei Elbows? Ja! Das waren nicht mal Schläge, das waren einfach zwei Elbows. Headbutt. Oh! Oh, Gut Kick! Aber Adam Cole bleibt stark. Ja. Wie solide er hier pinnt. Hat das funktioniert? Ja, es hat funktioniert. Oha. Oh, das war ein schöner Kick. Aber jetzt kommt Adam Cole auch langsam ins Match rein. Aber jetzt wird er übermütig. Macht er so ein bisschen auf Trolling gegen Brock Lesnar? Oh ja. Das sollte er lieber nicht machen. Nee, das sollte er lieber nicht machen. Oh, oh. Was? Ich sag ja, man sollte es lieber nicht machen. Denn dann kommt Brock Lesnar und macht ja auch einfach einen F5. Einfach so, weil er Lust hat. Da sehen wir es nochmal. Zack. Weil man sollte nicht rumspaßen mit Brock Lesnar. Nee, vor allem nicht so ein Bitch-Slap gehen. Genau. Oder...
Sag ich mir vor. Aber Brock Lesnar beendet das nicht. Bei Brock habe ich bei jedem Move Angst, was er vorhat, nicht? Ja. Das ist ein bisschen wie bei Hook. Wo auch diesen mega kranken Suplex daraus. Das könnte man dann auch von Brian Cage oder Almost denken, weil das sind halt einfach kranke Schwergewichte. Boah, was wird das denn jetzt? Was ein Schlag. Da ist er. Der erste Suplex. Ja, quasi der vierte German. Der hat schon Suplex City gezeigt. Oh. Aber Adam Cole hat so manchmal kurz seine Phasen. Er hat eine sehr, sehr gute Phase zwischendrin gehabt. Und da kommt vielleicht eine neue. Der fällt immer noch nicht um. Das gibt's nicht. DDT. One, two. Nee. Auch der reicht nicht. Und Cole beschwert sich ja beim Rap. Ey, und der fällt nach diesem Enzuigiri nie um. Oh! Der Tritt hat wahrscheinlich reingepfeffert. Oh, der Brocklock. Der Brocklock. Oh, ich hab grad. Was, ich verwechsel immer X und A. Oh, der Kick voll an den Kopf. Oh, was war das? Einfach so. Brock Lesnar. Oh, was ein Elbow. Jetzt sind die Fans auch einmal auf einmal da. Jetzt sind die Fans da. Mich wundert es auch, dass Adam Cole überhaupt so gut Gegenwert leisten konnte hier. Ja, er hat halt aber immer noch keinen großen, wirklichen Move gezeigt, nicht? Nee. Und du musst halt irgendwas groß. Oh. Lesnar scheint ein bisschen K.O. zu sein. Naja, er hat auch schon was einstecken müssen. Ja. So viel ist er gar nicht gewohnt. Wahrscheinlich. Und du musst halt auch was Großes zeigen, um Brock Lesnar irgendwie zu besiegen. Zum Beispiel sowas, ein Armdrag und dann vielleicht mal auch zurückkommen. Oh, das war schon natürlich. Wieder dieser Bitch-Slap. Schon wieder dieser Bitch-Slap. Oh, und da ist Brock Lesnar natürlich wieder da. Und dieser Bitch-Slap. Der macht Lesnar wütend. Ja. Der macht Lesnar richtig wütend. Der macht Lesnar richtig, richtig wütend. Aber Lesnar hat wahrscheinlich immer noch Bock. F5. Nummer 2, glaube ich. Ja. Das ist der zweite F5 hier. Und immer noch diesen Bitch-Slaps von Adam Cole. Man muss er langsam mal lernen. Oh! Das war ein guter Move von Adam Cole. Da hat er einfach mal gespielt, als ob er tot wäre. Vielleicht wollte Brock Lesnar auch gerade zum Konter rennen. Maybe. Oh Gott. Der Neckbreaker! Oh, da ist Paul Heyman! Lenkt den Ref ab. Oh, was hat er jetzt vor? Oh, Kick ans Knie. Wird das etwa der Panama Sunrise? Und Heyman rastet aus. One, two. Oh, nein! Kick-out von Brock Lesnar! Nein, nein, das reicht wieder nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Dann hätte er Adam Cole mit den Schlägen. Also bis auf jeden Fall eins der besten Matches, die wir hatten bisher. Ja. Weil ich sage, dass mir Phantasmo gegen Dingens auch richtig gefallen ist. Ja. Mal schauen, was sich das Match hier noch entwickelt. Ja. Wir können ja am Ende. Wir können ja am Ende der Show eine Bewertung abgeben von jedem Match, weil wir jedes Match fanden. Können wir machen, aber ich glaube, es ist ziemlich schwer, weil ich an den meisten Matches keine Ahnung mehr habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dass der nicht aus dem Ring rausschiebt, ist erstaunlich. Auf jeden Fall. Und nochmal. Ich glaube, Brock Lesnar hat so langsam seinen inneren Frieden gefunden. Und ich weiß nicht, wie lange er das hier noch durchziehen wird. Aber Heyman schaut auch gespannt zu. Hat noch gar nicht eingegriffen, richtig. Einmal ganz. Na, einmal kurz da an dem Turnbuckle rumgefummelt. Für Lesnar, aber. Aber sonst? Na, weil er vielleicht dachte, dass er im Kopf vielleicht einen Pin ansitzt. Alter, dieser Schlag auch immer nicht. Aber Adam Cole kontert hier. Boah, was ein Neckbreaker gegen Brock Lesnar. Brock Lesnar sieht sehr angeschlagen aus. Ja. Als wenn er irgendwo verletzt wäre, leicht, so kopfmäßig. Und natürlich, Adam Cole nutzt diese Schwachstelle auch. Oh! Ich hab's gerade gesagt. Blut bei Brock Lesnar. Natürlich schlägt Adam Cole da, tritt da Adam Cole auch immer weiter ein. Er kann es nicht lassen. Aber das wird natürlich wahrscheinlich wieder bestraft von Brock Lesnar. Oh. Der arme Paul Heyman. Lass den Arm doch mal in Ruhe. Oder verfehlt. Oh. Da ein bisschen Probleme zwischen den beiden. Man lässt Adam Cole mal von ihm ab. Aber Brock Lesnar ist sehr angeschlagen.
Oh je, vielleicht sehen wir hier heute einen Adam Cole, der weiterkommt. Durchaus possible, aber jetzt erstmal Brock Lesnar wieder back. Oh! Der Konter! In die Powerbomb! Pop-up Powerbomb. Und der hält ihn fest. Immer noch. Oh. Drei Powerbombs. Powerbombs? Ja, nicht? Mhm. Oh! Kimura Lock! Kimura Lock! Und das war's. Das war. In diesem, man muss sagen, aus diesem Move ist bisher eine Ast rausgekommen, glaube ich, und das war der Undertaker. Dürfte der Undertaker gewesen sein, ja. Ich wüsste jetzt auch aus dem Kopf niemanden, der aus dem Kimura Lock rauskommt. Außer vielleicht Reigns vielleicht? Ich glaube, der hat er gegen Reigns auch noch nie gezeigt, oder? Hat er nicht? Ich hab nicht. Er zeigte ganz selten den Move. Ja, ich habe aber nicht alle Matches gegen Reigns im Kopf. Aber auf jeden Fall, es verdient weiter. Ja. Hat aber Adam Cole hat gutes Match gezeigt und man weiß, Adam Cole ist kein guter Verlierer. Das stimmt allerdings. Aber dass Brock Lesnar aus dem Panama Sunrise nochmal rausgekommen ist, war natürlich krass. Mhm. So ganz close. Ja. Und natürlich. Und Blut überströmt. Das Blut interessiert den nicht, aber wir müssen erstmal gucken, was die Ärzte jetzt sagen. Ne? Und Paul Heyman. Weil eine Kopfverletzung muss immer untersucht werden. Ja, und guck mal, Paul Heyman zeigt es an. Er ist der Mann, der wahrscheinlich... Aktuell hält er seine Versprechen ein. Ja, der Mann wird wahrscheinlich diesen Titel gewinnen. Also ich kann mir gerade kein Szenario vorstellen, in dem Brock Lesnar nicht JCM Champion wird. Außer im Triple Threat werden kämpfen die bei anderen um den Sieg. Also dass er quasi draußen liegt. Kann natürlich auch sein. Und damit kommen wir zum Main Event. Wir kommen um das erste Match um die Nations Trophy. Wir haben 6 Leute. Der Sieger in diesem Elimination Chamber Match wird die Nations Trophy erhalten und darf jederzeit ein Match um den World Champion fordern. Auf den World Champion. Oh, wir kommen zum Main Event von WWE Passion. WWE Passion. Man merkt, wir nehmen schon ein bisschen auf hier. Ja. Wir haben auch Walter aufgenommen. Wir haben We Are Football auch schon aufgenommen. Ja. Werden wir aber noch weiter aufnehmen. Wir werden hier sind die Besten. The beginning of a new era, Sirs. Ja, das ist ja the return quasi. The new era of. Guck mal, die Augen von Walter. Dieses Passion wird 10-mal geiler als das erste Passion. Haben die richtige Musik drin? Nein, leider nicht. Oh Mann. Aber nächstes Jahr wird er hoffentlich im Game drin sein. Darauf habe ich Bock schon. Ich wäre auch mega hyped, Sachen, die in Türkei mein Typ brauchen, dass man seine eigene Musik reinpacken kann. Das gibt's zum Beispiel in Fire Pro Wrestling. Und Ricochet wird auch nicht starten. King Ricochet hier. Das ist ein Ad King Ricochet. Gute. Was ich ja bei Ricochet mal krass finde, dass der mal Champion bei WWE war, nicht? Ja, United. Ja. Und 24. Nee. Nee, doch. Aber doch 24 und North American Champion bei NXT. Ja, war das wohl der erste oder der zweite? Der erste war Cole. Punk. Und CM Punk! Zentimeter Punk, meine lieben Freunde. Wird auch nicht schaffen. Die Augen. Ja, der ist hyped. Und Nummer 4, der auch nicht starten wird, ist Roman Reigns, the guy with the wettest hair. Roman Reigns, the guy that just doesn't care. Oh nein. Roman Reigns. Mit wem starten? Und damit kommen wir jetzt zum nächsten, das ist natürlich Andrade. El Idolo. Oh, Andrade. Und Selena Vega. Ja, die geht nicht hier. Wie heißt der? Heißt der jetzt eigentlich immer noch auf Twitter, Instagram so Andrade hier in WWE? Nee, ne? Nee. Der heißt jetzt wahrscheinlich Andrade. Ich glaube, der heißt nur Andrade auf Twitter. Guck kurz mal. Auf Twitter? Da wird ja meistens Twitter Ad gegeben. Oder er heißt gar nichts mehr auf Twitter, weil er seinen Account gelöscht hat oder so. Anfrage. Anfrage Albert. Andrade El Idolo.
Ja, er heißt Andrade El Idolo. Ah, okay. So. Andrade El Idolo also auf den Weg zu bringen. Er wird starten. Er hat eins der zwei schlechtesten Lose in diesem Match. Und damit kommen wir auch zu Nummer 6, zu dem anderen Mann, der zusammen mit Andrade El Idolo hier das Match beginnen wird. Und es ist... Will Ospreay. Wo ist er? Wo ist er? Die Fans sind heiß, die Fans sind heiß. Es ist... Aber das gab es auch noch nicht in der Geschichte von... JCN. Passion. Es ist The Kingpin. Will Ospreay, der Anführer des United Empires. Und ehemaliger IWGP World Heavyweight Champion. Und er wird mit Andrade El Idolo starten. Und oh mein Gott, was ist das, egal, der Hitzesser. Ich sag dir, Will Ospreay ist mega geil. Oh, da kontert Andrade El Idolo direkt. Von dem musst du dir mal im Match in Real Life angucken. Und Neckbreaker. Der wird der beste Mann hier, ich sag's dir. Will Ospreay ist absolut Ehre. Und der Driver. Das ist einfach gerade so. Ja, weil er so ein geiles Dings hat. Sind die Farben auf der Hose, also die Länderfarben, die gegen die er schon gekämpft hat? Ja. Da fehlt ja noch ein Deutscher, also. Er hat, glaube ich, schon in Deutschland gekämpft. Aber er ist, glaube ich, nicht drauf. Also war er schon mal bei New Japan, wa? Der ist bei New Japan unter Vertrag. Achso. Wie sage ich ja, ehemaliger IWGP World Heavyweight Champion. Oh, und jetzt kommt gleich der nächste rein. Der Will Ospreay vielleicht hier ein bisschen entlasten könnte. Maybe. Und wer ist es? Es ist Roman Reigns. Cover von Andrade El Idolo. Kick out. Und Roman Reigns macht jetzt vielleicht gemeinsame Sache mit Andrade. Super Kick von Will Ospreay. Close line. Oh, schöne Kopfschere mal wieder. Will Ospreay scheint sich hier gegen beide zu beweisen wollen, aber Andrade El Idolo kommt frei. Da wenn ich noch 20 Mal Andrade El Idolo sage, da habe ich irgendwie eine komische. Sag einfach Andrade, meine Güte. Ja, aber ich sag immer, nee, das Problem ist Andrade. Ich sag ja immer Andrade. Ich sollte, mach das mit einem gerollten R, wie man es eigentlich sprechen sollte. Dann sag Idolo. Jetzt Idolo. Kauft unseren neuen Idolo-Merch. Oh ja. Oh, reversed hätte es gesagt. Oh, und Almas! Oh. Das tut weh. Sagen wir so, wie es ist. Das tut einfach weh. Oh, da wie geil der Will Ospreay ist. Und da kommt der Ringgeneral. Walter. Boah, da hast du ja Lido gesehen. Oh! Wunderschöne Reverse Headsaison. Oh, und da kommt Andrade El Idolo zurück ins Match. Oh, und Roller gegen Walter. One. Nur bis eins. Wie wir schon erwähnt hatten, der Sieger in diesem Match erhält die Nations Trophy. Heißt, er darf jederzeit den dann amtierenden JCM Champion um ein Titelmatch heraus. Oder kann einfach ein Cash nur mit dem Match teilnehmen. Ja, oder das natürlich. Wie wir es damals bei Seth Rollins unter anderem gesehen haben bei WrestleMania. Ja, wo er sich den Red-Titel im Match gegen Reigns und Lesnar geholt hat. Boah, was ein Big Boot. One, two, Will Ospreay ist raus. Und da kommt Ricochet. Das macht doch keinen Spaß, wenn das rumbackt und man einfach nicht rauskommt aus dem Pin. Sorry, aber es ist doch so. Da muss ich mich mal kurz aus der Zentrale aufregen. WWE 2K19, was bist du denn für ein Spiel? Eigentlich das beste, verbuggloseste Spiel. Es ist auf jeden Fall eins der besten 2K-Spiele. Also WWE 2K-Spiele. Und jetzt Ricochet ging weiter. Nein, draußen. Oh mein Gott, Andrade El Idolo hat einfach mal Reigns gegen die Absperrung geschmissen. Was? Nein, was hat El Idolo vor? Rennt einfach mit Reigns zusammen in die Absperrung. Und Walter im Ring. Oh, hat sich da Ricochet gepackt und der Schlag auf die Brust. Und Nummer 6 ist auch schon im Match. CM Punk und Running Straight Out of Powerbomb von El Idolo. One. Reigns geht aus.
Und jetzt schnappt sich Punk hier Andrade. Sah mit Andrade vor, der Kick an den Kopf und Camel Clutch. Reicht der Camel Clutch vielleicht schon, um Maligulo hier aus dem Match zu schicken? Nein. Was hat Reigns? Oh, Reigns schmeißt einfach mal Ricochet aus dem Ring raus. Boah, Punk packt sich da weiter. Und schmeißt ihn raus. Und Superman Punch von Roman Reigns gegen Andrade Illegal. Und Spear. Punk rollt weiter ab. One. Nur bis eins. Cover gegen Illegal von Reigns. One, two. Three Illegal raus. Damit haben wir noch vier Leute im Match verblieben. Einer von diesen Männern wird der Sieger der Nations Trophy werden. Und Punk wird aus dem Ring geschmissen. Und Ricochet hinterher. Jetzt haben wir Reigns und Walter hier im Ring. Aber Reigns hat keinen Bock auf Walter. Roll-up von Reigns gegen Punk. One, two, nur bis zwei. Boah, das schmeißt er einfach mal weg. Und jetzt Walter. Wird das die Walter-Bomb? Das wird die Walter-Bomb gegen Ricochet ins Cover. Nur bis zwei. Sind alle drin schon? Ja, wer ist noch rausgeflogen? Andrade. Oh, durch dich? Oder? Durch das Spear von Roman. Ah, krass. Und Punk, der sieht irgendwie nicht so aus, als würde man mit dem guten Kirschen essen können. Und Ricochet ein Roller. One. One. Two. Nein. Oh, schöner Kick von Ricochet. Punk und Aberkicker von Reigns. Wer holt sich hier die erste Nations Trophy in der neuen Era? Vorher hatte sie tatsächlich Walter. Ja. Ich glaube Sheamus. Nee, ich glaube Walter hat es nicht verloren, ne? Weiß ich gar die nicht. Die haben Match drum gehabt, aber ich glaube Walter hat es nicht verloren. So. Ricochet. Oh! Greift einfach mal Punk an, hat einfach mal Bock. Oh. Oh, oh, er hat weiter getroffen. Ricochet tritt weiter mit dem 630. Und Punk DDT gegen Roman Reigns. Genau, Roman Reigns. Oh, oh. Jetzt wird Ricochet schlafen geschickt. Go to sleep. Cover. One. One. Two. Two. Nein. Ricochet kommt irgendwie raus. Oh, oh, Superman Punch. Punch! Oh. Roman Reigns hebt weiter aus! Alter, Falter. Die Powerbomb! Ins Cover! One, two, nein! Und Punk covert Ricochet, der Ref sieht's nicht! Jetzt! One, nur bis eins! Oh, Reigns! Oh, kriegt den Superkick vom Punk ab. Da richtig Bock gerade. Wow. Back Suplex. One. Nur bis eins ging weiter. Und da ist Reigns! Das ist einfach der Simone Drop. Oh, Ricochet schmeißt weiter aus. Simone Drop. Das ist ein sehr gutes Chamber Match. Und jetzt soll der. Jetzt soll der Spear kommen von Roman Reigns. Jetzt soll das Ende für Punk kommen. Oh, guck mal, Ricochet raus. Spark-Gold-Tag! One, two, Walter ist raus. Und Anaconda weiß im Ring. Wird das die Eliminierung von Roman Reigns? Nein! Und Ricochet Double Knee. Wieso ist gerade gar nicht drauf angegangen, wie weiter rausgeflogen ist? Echt? Ricochet hat einfach einen Facebuster auf den Stahl gemacht. Und das war zu viel für Walter. Kann man sich auch vorstellen. Mhm, klar. Oh, CM Punk! Aber Roman Reigns steht wieder. Ein Roller. Nein! Oh, die One-Handed Powerbomb ins Cover. One, two, three.
Das war's mit CM Punk. Der hat gerade gar nicht gemacht, gar nicht reagiert der X auf X. Jetzt ist die Frage, wer holt sich diese erste Nations Trophy? Roman Reigns oder Ricochet? Geschehen. Ich denke Roman Reigns. Ich gehe auch von Reigns aus, weil Ricochet einfach auch schon sehr viel kassiert hat, muss man sagen. Oh, auf die Seile abgelegt. Und Reigns lässt sich feiern. Tritt gegen Ricochet. Er muss das Match jetzt eigentlich beenden. Takedown von Roman Reigns. Was macht er jetzt? Superman Punch! Ricochet kontert! Mit diesem Facebuster hat er weiter besiegt. Oh! Upset Time vielleicht. Vielleicht Upset Time. Ricochet. 630 geht durch! Cover! Ja, mit Champion. One, two. Nein! Kickout von Reigns! Ich wollte gerade Kickout von Lesnar. Und Ricochet kann es nicht fassen, man sieht's hier. Hätte sie aber auch nicht gefasst, Alter. Wenn jetzt 630 easy. Oh! Noch einer vielleicht. Noch ein 630. Noch ein Nein ins Leere. Und jetzt kommt der Spear und dann war's das. Meine Meinung. 630 oder? Ins Leere. Superman Punch. Noch einer. Was war jetzt vor? Oh. Ricochet ist schon im Arsch. Jetzt soll der Spear gelingen. Nee, Cover. Ja, Cover. One, two, three. Der Schlag hat, glaube ich, nochmal richtig rein. Das war ein richtiger Knockout-Punch, glaube ich. Und damit ist Roman Reigns Nations Trophy Winner. Er kann den Champion jederzeit zu einem Match herausfordern. Hier hätte weiter schon auswählen können. Ja, das war eng. Ja, da hätte Punk rausfliegen können. Hier haben wir die Weiterbomb. Ricochet hat aber auch schon ordentlich eingestellt. Ricochet hat ordentlich eingestellt. Der hat sich immer gut rausgekämpft. Ja. Hier wollte weiter noch eine Weiterbombe zeigen, aber er hat Ricochet eingerollt. Ja, da kam noch eine, wa? Das ist die gleiche, die wir gerade eben schon gesehen haben. Achso. Da kam Ricochet hier mit dem Einroller. Das war gut gemacht von Ricochet. War es das auch? Nee, ne? Nee, draußen durch den Facebuster ist weiter rausgeflogen. Roman Reigns ist der erste Nations Trophy Halter. Ja. Und damit kann wer auch immer Champion wird, sich auf fast gefasst machen. Außer natürlich, Roman verliert den Nations Trophy. Aber Roman Reigns sieht auch sehr verletzt aus. Hat sogar schon kassiert, muss man sagen. Da draußen liegt die Ricochet noch rum. Und er lässt sich feiern. Ja, wie gesagt, aber Roman muss diese Nations Trophy auch wie einen normalen Titel verteidigen. Heißt, es kann auch sein, dass bis wir einen Champion haben, er diesen Nations Trophy verloren hat. Und damit sehen wir uns bei der nächsten beenden wir diese Show. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von JCM Passion. Bis dahin und tschüss.